Aber es geht weiter. Oh. Lucas Kane, unbekannter Ort, oder das Orakel, unbekannter Ort. Ja, das interessiert mich natürlich jetzt mit dem Orakel spielen. Er ist tot, Gebieter. Gut, sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Ach so. Okay. Na dann. Da hatte ich mir jetzt mehr fertig erhofft. Das war's. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt. Es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Oh, sind wir wieder Kind, hä? Sieht so aus. Ja, das ist Lukas in jungen Jahren. Da unten ist ja Markus. Schläft wohl noch und wir können nicht schlafen. Schauen uns ein bisschen im... Nee, den wecken wir doch nicht auf jetzt. Schauen... Ich dachte, ich habe mich eben schon gewundert, warum wir da durchlaufen konnten, aber es hängt ja über uns an der Decke. Ja, okay, sonst können wir nichts machen. Dann müssen wir wirklich mal Markus wecken. Wach auf, Markus, los geht's. Los geht's. Was machen die jetzt? Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier. Und wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Aha. Scheinbar sind wir immer noch in diesem komischen Lager. Vom Militär, aha. Oh ja, Tatsache. Ja, warum ist er da wohl? Oha. Okay, bei Num 3 können wir wieder drauf gucken und da sehen wir wohl den Weg, den wir gehen können oder sollen. Wohl am besten oder so. Ach, du Heilige. Mutter Maria. Gleich haben sie uns erwischt. Nee, doch nicht. Keine Bewegung oder ich schieße! Nicht schießen, Sir. Wir sind nur Kinder. Wir sind die Canes. Was zum Teufel habt ihr hier um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Mist. Du bist verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Wenn der uns erneut erwischt, stecken wir Prügel ein. Mach du, was du willst, Markus. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Ja, wo wollt ihr denn lang gehen? Drehen die sich etwa? Ja, ich weiß nicht. Können wir unter dem Ding durch? Nein, können wir auch nicht. Kamera drehen können wir auch nicht. Ja, das sind wohl die zwei Typen. Aber wie können wir an denen vorbei? Das ist hier die Frage. Die schauen sich zwar gegenseitig an, erwischen uns aber trotzdem. Ja, müssen wir einfach mal mehr Abstand gewinnen wahrscheinlich. Okay, da stehen sie. Vielleicht können wir hinter den Felsen. Okay. Interessant, dass sie uns nicht gesehen haben. Schleichen uns einfach mal hier hinten rum. Soldat, schnell, verstecken! Ja, verkackt.
Nee, doch nicht. Okay. Warum schleichen die überhaupt da durch, ey? Es ist doch hirnrissig. Okay. Stecken wir uns erstmal hier hin. So. Jetzt mal wieder Lage checken. Okay, wir sollen da drüben hin. Also würde ich aber trotzdem sagen, dass wir einfach in die Richtung da gehen und dann uns an der Seite weiter bewegen. Aber wahrscheinlich sollen wir zu den X'en auf der Karte. Okay, dann gehen wir aber trotzdem mal dahin. Schleichen uns mal hier rüber. Hallo. Nech. Okay, da ist die eine Wache und die schaut natürlich zu uns. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mitten übers Feld. Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Ja. Okay, der hat mich gerade mal hierhin teleportiert jetzt. Einer muss sich hinten rumschleichen. Was heißt denn das jetzt? Ja, ich oder Markus oder wie? Ja, geht halt noch Markus da wieder zurück. Zu dem X hier. Oder wie? Ja, was soll das denn jetzt? Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Ja. Gut, einer soll sich hinten rumschleichen. Das habe ich ja verstanden. Ja. Gut, zum X, ja. Wir sollen zum X gehen. Ach, hier. Können wir eine Aktion ausführen. Ah. Komm, Lukas, wir müssen gehen. Oder was sollen wir jetzt tun? Ja, jetzt haben wir es wohl gesehen. Komm, Lukas. Sollen wir jetzt beide steuern oder wie? Oh Gott. Verdammt. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht es. Ich dachte, ich schaff's noch aus dem Lichtkegel. War wohl nix. Na dann, auf, komm. Werfen wir nochmal mit Lukas einen Stein. Oder was auch immer. Ah. Und zurück. Na, ah, komm schon. Die Kamera ist ein bisschen... So, hier ist auf jeden Fall mal ein guter Platz. Jetzt müssen wir schauen, wie wir an diesem Lichtkegel vorbeikommen. Nein, halt, stopp! Keine Bewegung, oh, warum läuft er denn so weit? Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Will man nur ein kleines Stückchen laufen und dann läuft er gleich 5 Meter oder so. Ja, das, dieses Schleichen gefällt mir nicht so. Ja, komm schon. Und nochmal. Ja, du hast auch gehört. Jetzt lauf doch
Ja, das mit der Steuerung ist ein bisschen doof mit dem Schleichen. So, und jetzt schleichen wir uns mal hier rüber. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Zack. Okay, und jetzt mit Marcus hinterher. Und einmal hier rum. Und einmal hier. So. Und jetzt. Jetzt müssen wir nach da drüben. Kommen wir nach da drüben einfach so. Ja, ich glaube schon. Ich warte besser erst auf Marcus. Ah ja, okay. So, da bin ich. Soll Marcus jetzt wieder die Arbeit hier machen? Uha. Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Unmöglich. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Okay, dann versuchen wir es mal. Müssen wir jetzt zu dem anderen X hier drum? Scheint keine Wache zu sein, können wir uns schön drum schleichen. Aber was werden die beiden Jungs nur ihre Minimap? Hey. So, machen wir mal ein bisschen Krach hier. Jetzt bist du dran, Lukas. Okay. Und hoch mit dir. Hey! Was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer, aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Und erwischt. Nee, doch nicht. Okay, bin mal gespannt, ob wir es schaffen, uns da rechtzeitig durchzuhangeln. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, knapp. So, hier warten wir jetzt erstmal. Am besten nochmal warten. Ich will da kein Risiko jetzt eingehen. Okay, und drüber. Kann man ja auch an der Leitung etwas sehen, wo da der Lichtschein hinkommt. Okay, waren wir den Lichtschein hier gar nicht so wirklich drin. Okay, wir müssen runter. Schwupp. Was die Kinder so alles machen, hey, das ist ja unglaublich. Aber jetzt müssen wir voll durch die Scheinwerfer durch. Und nach da. Oh, der Scheinwerfer geht aber hier ab, hey. Ah, der macht eine schöne Runde. Ah, das schaffen wir doch jetzt. Und zack. Was haben wir denn da? Sieht nach einer Tür aus. Aha. Wenn wir hier drin vielleicht erfahren, warum Lukas das Chroma hat. Hat er es hier vielleicht bekommen? Wir werden es herausfinden. Na, was siehst du?